Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, genau, wir müssen in die Monolithen mit diesem Charakter. Ja, jetzt habe ich ein paar, also wirklich einen richtig guten Charakterbild. Er hat noch ein paar Macken und wir müssen ja noch einen guten Speer holen. Aber er läuft besser, macht auch Schaden gegen Bosse. Jetzt habe ich mehrere Beats gehabt, die einfach keinen Schaden an Bossen gemacht haben. Kann es sein, dass Bosse wieder stärker wurden in kleiner Zeit oder so? Oh, das ist schwer, aber machen wir. Ich habe irgendwie so das Gefühl, meine Beats, die ich auswähle, aber von anderen sind, machen einfach zu wenig Schaden an Bossen, weil die Bosse einfach so übertrieben viel Leben haben. Und das möchte ich einfach nicht haben. Ich bin langsam ein bisschen verwöhnt vom Spiel. Das ist klar. Aber ich möchte euch Gameplay zeigen. Also ich sehe auch wirklich, die Leute sind schon ein bisschen allgemein verwöhnt von Hack'n'Slays. Da möchte ich schon nicht gerade so 20 Minuten an einem Boss brauchen oder so. Naja, es ist ein bisschen übertrieben. Zum Kämpfen vor allem sehr ermüdend. Und das will ich nicht. Es ist besser, wenn wir wirklich auch ein Beat haben, der ein bisschen mehr Schaden macht. Also gegen irgendwelche Eisgegner, die gute Risikoresistenz haben scheinbar, ne? Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber ja, also der Beat macht eigentlich so viel Schaden, dass man Boss natürlich leicht legen könnte. Aber er macht ja kombiniert Schaden, oder wenn man ein bisschen besser trifft mit den Hämmern und so, doch schon viel Schaden. Und mit der Flammenspur sowieso. Der heiligen Spur. Des Blindens. Also ich werde hier mal nicht alles fertig machen im Balken. Oder wir rasen einfach durch die Monolithen durch. Brauchen halt ein bisschen länger dadurch. Aber ja, je nachdem, wie es Level ist, machen wir es fertig. Was schlecht ist, machen wir es nicht fertig. Haben wir hier überhaupt, ja, Gegner, finde Ash geht. Ah, das ist wieder Annihilation. Das andere Wort. Ambush. Ja, hier. Nein, nicht Ambush. Doch, es ist hier. Ah, hier so. Der alte Opa. Hallo Alien. Sieht schon ein bisschen aus wie ein Alien. Alien, die Wiederkehr. Was passiert in diesem Film? Ich muss ihn mal schauen. Also, ich weiß nicht, ob er gut ist, aber der erste Alien, da habe ich geschaut. Das weiß ich noch. Das waren sie in einer Raumstation und hatten dann plötzlich irgendwelche Aliens drin. Ich wusste nicht, woher die kamen. Ich muss den Film nochmal schauen und ganz. Wahrscheinlich sind sie in jedem Film in einer Raumstation. Kann auch sein. Das ist auch etwas, was ich für einen anderen Weg gebrauchen könnte. Aber sie sind immer so groß, so breit. Ne, ich nehme nicht mit. Ich glaube, ich habe genug so Blutungs. Ja, Idols. Götzen. So entzünden gerne. Hier ist, glaube ich, Rest. Nein, Rest ist schon maximal hier unten. Das ist das Schaden erhöhen für Judgment dann. Und hier sind wir, glaube ich, fertig. Ist nicht Feuer durchdringen. Falsche Seite, das ist passive Skills. Lunch. Was war's? Heiliges. Holy Eye, Heiliger. Oder, ja, Fire Penetration. Und hier ist Lunch. Ist wahrscheinlich ein Punkt noch in. Da oben, ja, genau, die zwei. Ja, ein bisschen Leben zurück. Da verleben. Regeneration.
Blitzwiderstand könnte ich sicher noch gebrauchen. Das ist einfach momentan, wenn ich nicht mehr so viele Idole habe. So, und nächstes Level haben wir dann Ding. Götzen. Nicht noch mehr ab. Habe ich dann 80% Abklingzeit? Ich gehe zuerst mal runter. Ja, es ist ein bisschen schwierig manchmal mit den Modifikatoren, dass sie immer so zu nah dran sind, mehrere gleiche. Dann sind die Gegner. Also, ich hatte auch schon mal ein Echo, wo so mega viel Lebensregeneration die Gegner hatten. Das ist einfach nicht mehr vorwärts ging, sie haben sich schnell geheilt, was ich Schaden gemacht habe. Ja, war nicht so gut zu nehmen. Man muss schon ein bisschen schauen, wenn er noch nicht so stark ist. Und man will ja weiterkommen. So schwer, wenig zocken zu können. Oh, geil. Der macht Schaden. Ja, die Level sind noch ein bisschen hochlevelig hier. Kann schon ein bisschen mehr Schaden sein. Ich sag noch geil, obwohl ich eigentlich sagen sollte, oh scheiße. Nicht diese Fachausdrücke, Drago. Ja, ja. Das Bild ist irgendwie so ein bisschen schrecklich. Jetzt nicht allzu viele Sachen machen. Ist auch wieder Totenbild, da habe ich auch mal einfach so nichts gedacht. Ich habe einfach gespielt. Wusste nicht mal mehr, was ich reden soll. Ja, Let's Player, die nicht wissen, was sie reden sind, hat auch nicht gerade so die motivierendsten. Ja, dann schaut ihr nur zu. Ich habe mal einen gesehen, der so ein Transportspiel gespielt hat. Ich glaube Industrie Tycoon oder Gigant. Ich glaube Industrie Gigant 2 war es. Der war so total überfordert mit seinem. Es war noch ein Spiel, das ein bisschen anders als Transport ja, Manager war, wo man noch so ein paar so Factory, so Kombinationen machen musste, also mehr Kombinationen machten und weniger ja, coole Routen oder direkte Routen und so. Das war ein bisschen zu überfordert. Der hat einfach kaum einen Satz geredet, er hat nur Worte geredet. Er war total überfordert. Und wenn ich das jetzt spielen würde mit meiner ja, Nervenkrankheit, dann würde ich wahrscheinlich auch kein Wort mehr sagen können. Einfach das Gehirn halt die ganze Zeit arbeitet. Kann ich auch verstehen, das kann man natürlich auch als Let's Player bringen. Ich bin ja nicht so einer, der sagt, Let's Player müssen die ganze Zeit flüssig reden. Ich finde es gar nicht mal so gut. Diese Leute, die einfach alles vordenken, also vorplanen und so. Ich finde diese Let's Plays gar nicht gut. Fehler sind dazu da, die sind menschlich und wenn die fehlen, dann ja, ist man halt nicht so interessant. Oder? Die interessantesten Menschen machen gute Fehler. Viele Fehler. So, das war aber easy Kampf. Also sind wir auch noch fertig. Hey, Krabben sind auch ziemlich zäh geworden. Also, jo. Aber jetzt momentan zäh, weil wir natürlich jetzt frischen Monolithen sind. Und Hämmer einfach allgemein nicht so viel Schaden machen einzeln. Oh, das ist wieder dieser Ding. Ah, das war wieder so ein Schlauchlevel. Okay, alles klar. Also das ist wohl physischer Widerstand. Ja, waren wir jetzt nicht. Genau, dann haben wir ein Leuchtfeuer. Was ist das für ein Motiv? Ja, LP. Ja, glaube auch. Ja, okay, es gibt so große Gegner, haben 60% mehr LP. Das ist schlimm. Das habe ich erst kürzlich gehabt. Oder es war einfach immer etwas anderes, ähnliches. Wenn es 60%, oder? Übertreibt es mal noch mehr. Und trotzdem gibt es manche Bs, wo keinen Unterschied haben. Sie auch irgendwie
Wenn wir auch Threshold haben oder Kill Threshold. Oder auch so übertrieben stark sind, dass es keinen Unterschied macht. Ja, das kann man halt nicht so einfach. Was ist eigentlich Zeitverwesung? Ist es einfach diese, ja, es kommt nochmal so ein Schlag und Ding. Das ist Wacklingzeit. So vom Void Knight, Night Knight. Leeren Ritter, glaube ich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also einfach vom Übersetzen natürlich. Ich finde Deutsch gar nicht mal so schwer. Nur, dass es mir immer wieder Probleme macht mit der Trockenheit. Es trocknet zu fest aus. Auf Schweizerdeutsch habe ich nicht so viel Bock auf oder Schleimproduktion. Schaden über Zeit. Das ist ja das, was ich brauche. Was ist das, Wurfgeschwindigkeit? Nein, Wurfschaden. Ist klar. Aber jetzt haben wir auf den Hämmern ja auch Brandschaden, ne? Nur nicht so viel Chance. Noch nicht so viel Chance. Ich glaube, da habe ich auch nur 2 Punkte zum Investieren können. Also, ja, es ist nicht so effizient zum Brandschaden machen. Also, ich habe am 9. Januar ein Gespräch wegen dem Umzug. Ich wollte ja schon lange umziehen. Bin ja erst im Februar reingekommen in dieses Haus. Es ist einfach zu modern. Also die Heizung trocknet alles aus und ist auch im Sommer aktiv gewesen. Es ist unglaublich schlecht designt. Alles viel zu günstig. Und jetzt gehe ich irgendwo aufs Land, wo ich weniger überfordert bin von viel Verkehr, von vielen Menschen und so. Und hoffe einfach auf ein gutes Internet dort auch. Kann nicht WLAN. Und dann, jo, wird's mir wieder gut. So. Aber ja, währenddessen kann es halt manchmal ein bisschen passieren, dass ich ein bisschen rüspern muss. So einen Schleim lösen muss. Manche mögen es nicht so, ich weiß. Aber ich kann nichts dafür. Wirklich, also das sofort eigentlich abstellt mit dem Reden. Dann muss man es lösen. Zwingendermaßen. Aber ihr könnt ja mal etwas machen gegen Heizungen. Also dass irgendwie es anders gelöst wird, dass es nicht austrocknet. Dass die Luft nicht irgendwie so ja, irgendwas erforschen. Also Judgment. Gut. Da muss ich irgendwo hin. Ich kenne es nicht auswendig. Muss ich hier runter? Das Niederstecken. Also Feuerdurchdringung. Kein Geweideboden. Nein. Ich muss irgendwo Geheideboden. Aura auch. Also kein Geweideboden. Dann ist es hier unten irgendwo. Wahrscheinlich hier hoch oder. Okay, ich schau noch. Ich kann das hier kurz zeigen. So. Das ist dieser Skin. Also hier hoch. Aber das nicht nehmen. Genau, das habe ich gesucht. Und hier hoch. Ich wusste es irgendwie, also ich habe es angeschaut, aber noch nie so richtig gesehen. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Eher rechts, links runter. Und hier voll. Ja. Ist das jetzt hier wichtig? Feuerschaden? Heilung? Ist schon wichtig, ja. Okay, keine Skillpunkte mehr. Dann kann ich das wegmachen. So anordnen. Und wo ist jetzt dieser Skill? Ich sehe ihn. Ich tote. Gut, dann einen gelben Balken wegmachen.
Blödes Windows. Also, wer hat das erfunden, einen gelben Balken machen zu müssen, wenn man Vollbildaufnahme macht? Bildschirmaufnahme? Rüstungbruch, das findet man oft. Könnte ich vielleicht mal gebrauchen, so einen Gürtel. Aber ich habe zu viele Minion-Items auch. Das habe ich voll gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, 12 und 12 und 12 und 12. Rechts daneben. Erhöhte Feuerschaden, ja, ist klar. Gut, also. Dann haben wir mal die Hälfte des Sports. Zeit. Also Judgments mal einsetzen. Auch gegen die großen Kriecher. Und also diese, ja. Ah, das ist der Skin. Ich dachte schon, das wäre so ein Halbmondschlag, aber das ist Void Slash. Oder Void, also leeren. Leeren Schlag oder so. Das ist. Hä? Das ist aus. Nein, das ist ein anderes Skin. Ah, hier. Leeren Spalten, ja. Ah, genau, in Pass of Exile war Cleave auch den Spalten, genau. Ja, Cleave ist. Cleave erinnert mich irgendwie an Spalten, aber Spalten ist ja dann das andere. Ja, ist ziemlich geil. Delph, oder? Nein, Breach. Breach ist Spalten, oder? Das heißt Breach Riss. Also Riss ist Breach. Genau. Und Spalten ist Cleave. Clef, Cleave oder Cleave. Kleffen. Ja, genau, Kleffen, was die Hunde machen. Die kleinen Wadenbeißer. Tja, ja. Man kann ein Sprachgenie sein oder man kann halt so sein, dass man nie richtig Sprachen lernt. Nur alles halt von Spielen könnt. Ja. Wie der Drago. Der hat im Englischunterricht einfach nie aufgepasst. Hat einfach nicht alles merken können. Ne, wir haben wirklich sehr wenig gehabt. In der Schweiz war es üblich so 7. Klasse Englischunterricht. Mehr nicht. Und in Deutschland ist es, glaube ich, so ab der 3. oder 2. Klasse sogar. Dafür haben wir Französisch gehabt und alle sagen, ja, Französisch sei nicht eine schöne Sprache. Und ich so, hey, das kann doch nicht sein, ich mochte doch auch Französisch im Unterricht. Ich mag Französisch sehr. Aber scheinbar ist es nicht so beliebt, keine Ahnung wieso. In diesem Charmanten, in diesem Edlen, das ist etwas, was ich brauche. Aber dann verliere ich ja auch Juggernaut-Ding, oder? Ich muss es nehmen, es ist einfach viel mehr Schaden. Okay, das ist der falsche Weg. Ja, nehmen wir den. 58, okay. So, jetzt aber sofort hier hoch, damit ich noch Dauer habe. Ja, ich möchte mal kurz. Ja, sehr schön. Voll auf die Uschi. Voll auf die 12. Ja, gut, Bossschaden ist nicht so hoch noch. Also, zeig ich mal, da ein bisschen. Tisch. Ah, ich müsste sowieso Feuer. Zuerst Feuer machen, dann Tisch. Und die Abklingzeiten. Ja, die könnte ich eigentlich auch nochmals reduzieren. So. Voll auf die Uschi, voll auf die 12. Voll auf Popo. Und das. Ich mag irgendwie nicht so viel zu haben. Noch nie. Mit einem guten Spare und dem Showtime und so. Muss den Gürtel haben. Nur der Gürtel macht es viel schneller.
Ja, und ihr Abklebt so mit dem. Jo, also. Ist schon noch hoch, die Abklingzellen. Die sind vor allem dann beim Speer dann wirklich runtergesetzt. Der Schaden einzeln ist hoch, aber man kann ja nicht. Es ist nicht so schlimm. Es ist spielbar, aber noch nicht ganz so stark. Ja, die Reichweite muss ich auch noch höher machen. Gegen einzelnen Gegner. Müsste ich es eigentlich gar nicht einsetzen. Ja. Reichweite. Ich muss, glaube ich, 4 von 4 dort. Boah, bis ich denn dort bin. Nein, 3 von 4. Ah, Cooldown Recovery, das ist ja, was ich brauche. Das ist daneben. Also dann gehen wir zu diesem Ido noch. Und da oben machen wir nicht. Ja komm, jetzt können wir es ja machen. Wird ja nicht uns von den Socken hauen, oder? Also, dann greife ich gar nicht mehr mit Hammer an. Ich mach das mal so. Hammer kann ich ja dann spammen mit der E-Taste. Soll ich hier investieren? Ich denke schon, ja. Alle Punkte rein jetzt kurz. Das ist dein Stimmen. Das ist das, was du nicht hast. Ja, so Sachen kann man eigentlich ja gut nachschlagen, muss man mal fragen. War jetzt natürlich nur eine blöde Gegenfrage. Also Gegenantwort, ja. Also, es spielt sich schon viel besser so mit der rechten Maustaste. Nur, ja, ich muss das noch austauschen. Genau. Sehr gut. Also wenn ich spiele, dann beantworte ich die Fragen natürlich immer sehr gerne. Aber im Let's Play natürlich eher nicht. Also ich sollte es nicht machen. Es würde ja den Spielfluss stören und es nervt vielleicht ein bisschen. Das Tour schreiben und alles immer. So. Okay, jetzt sieht der Bauer von eben dran. Machen sie da? Wie lange brauchen sie, um diesen komischen blöden Stein, der viel zu schwer ist für sie, da runter zu bringen? Hey? Ich glaube, der wurde ein bisschen zu oft gestunt und das ist geil. Also, es ist wirklich ein innovativer Beat und eben ist wirklich im Endgame dann wirklich schnell mit der Abklingzeit und so. Also, der Speer, weiß nicht, hat ungefähr 30% kann er haben. 21 oder so. Und kann ja mal kurz zeigen. Der wird sicher bald droppen. Wird nicht so lange dauern. Da. Und da. Das ist der Speer. Und der droppt der Judicator, der. Judgment Judicate ist etwas anderes als auch Hinrichtung, aber Hinrichter vielleicht? Reign of Dragons, Z Mace, 6-8. Z or X Mace. ZX Mace or Spare. Echo Rewards. Einfach Waffen wahrscheinlich. Naja. Fast noch gestorben. Nein, nicht fast gestorben, aber. Dass noch ein Gegner kommt, dann das ist auch unfair manchmal in diesem Spiel.
Wie das manchmal aussieht. Hoppala mal runter. Stein runter, Stein runter, Dankeschön. Die Gegner sind so lustig. Unnötig einfach schwere Ballast tragen und dann nicht mal angreifen. Das sind halt chillige Gegner, die nur sterben wollen. Easy. Kann ja mal passieren, dass man halt einfach ein bisschen übertreibt. Als Entwickler müsste das die Steine auch tragen wollen. Kommt mal zurück, ich will Judicatoren. Ne, gib mal. Da noch mal. Hey. Hey, nicht droppen. Ja. Also das ist ein Bild, den ich nicht so spielen würde. Ich ihn aber jetzt gerne mag. Trotzdem jetzt spielen würde. Aus zwei Handstab. Nö, nö. Nur eben, es ist manchmal doch ein bisschen komisch langsam noch. Wir müssen also ihn so schnell wie möglich einfach hochtreiben, damit wir den Speer haben. Oder wir benutzen 4700 Schaden. Wow. Wir benutzen ihn aber dann später nochmals kurz, also noch längere Zeit. Wir werden es schon schaffen, das ist klar. Ich mache mal einen langen Livestream, dass der dann wirklich den Speer hat. Ja, ist nicht noch langweiliger. Aber einfach langweilig wird. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so langweilig in diesem Part. Ist noch interessant, ist wirklich interessant. Und der Schaden ist jetzt auch schon wie stärker geworden durch das Leveln der Fähigkeit. Ach, Bär. Wieso bleibst du nicht einfach drin? So. Ah, also jetzt muss ich aber wirklich hier. Nicht hier bei dieser Fähigkeit. Wo war das, wo wir gemacht haben? Da hoch, ja. Puh. Müsste den raushauen, hä? Was war der andere Fähigkeit? Foliate Reversal. Können wir noch nicht benutzen. Ich würde die Hämme weiterhin benutzen. Aber manchmal da rein. Und da rein. Das glaube ich zwei, hä? Das 3. Die Fähigkeit. 3 hier rein dann. Okay. So, dann haben wir die Idole. Okay, der Part ist aber gleich fertig. Also sollte eigentlich höher machen als 30 Minuten. Mehr, länger. Machen wir aber. Weil wir da 2 Punkte auch haben. Und dann kommt einfach der Livestream. Einfach die jetzt das später schauen, einfach Livestream-Aufzeichnung schauen. In der Playlist ist es natürlich direkt danach. Und danach kommt ja wieder der nächste Part. Oh, ich hab mal kurz einen Furz abgelassen. So. Was ein Bumm. Hulk Smash. Kann man oben durch? Bär. Und Bumm. Ja, ja. Lauf mal schneller. Momentan sind ein paar Previews gekommen, also Reviews gekommen auf Steam.
Die sagen, die Animation sei nicht gut. Ich habe jetzt gerade gesehen, er läuft eigentlich ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht genau wieso. Also G-Animationen wurden gesagt. Skill-Animation finde ich sogar sehr gut. Was sagt ihr so darüber? Also natürlich nicht High-End von großen Entwicklern und so. Okay, das ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, wieso Kritiker so kommt. Deswegen. Oder es gibt manche Fähigkeiten, wo sie schlecht sind. Kann auch sein. Ey, zielen. Wenn es mal wieder länger dauert. Wir sind Snickers. So. Die, 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 die. Oh, LP Blitzresistenzen. Das ist einer, den wir brauchen. Ja? Nekrose Widerstand. Brauche ich nicht mehr. Leeren Schaden über Zeit. Würde ich gerne mitnehmen. So viel leeren Widerstand? Nö. Physische Schaden über Zeit. Den brauche ich ja nicht mehr. Okay, gut. Dann haben wir doch gute Idole bekommen. Also eine ausrüsten. Schon jetzt. Ja. Okay. So. Mal kurz auf die Resistenzen schauen. Wieso gehst du jetzt wieder? Weil du die Taste, falsche Taste bist. Du hast das V. Ja, genau. Gut, wunderbar. Jo, dann, Dankeschön fürs Zusehen und ja. Bis zum Livestream heute Abend. Der Part wird wahrscheinlich so um 2 Uhr oben sein. Und der Livestream wird ungefähr so um 19 Uhr, wenn es geht. Und, Anfang 19 bis 20 Uhr, weil der Besuch wieder da ist heute. Für Totems. Ja. Nehme ich jetzt nicht mit. Also ein anderer Stab wird es machen. Giftschaden? Nein. Okay, schade. Okay, tschüss und ja, nochmals zwei schöne Festtage. Ja, tschüss.